Alle ein bisschen Fight kennenlernen, dann sollte das eigentlich besser aussehen. Waren alle ready, oder? Ja. Öl kommt. Five, four, three, two, one. Alles ist so, wie ich vorher gesehen habe. Erstes Ad. Vor Soul gedamaged wird immer das Ad. Ranger bleiben bitte auf dem Ad. Midis an Soul. Alle bitte in Soul reinstellen. Healer, Rangers. Wenn ihr nicht gerade was anderes habt, wo ihr rauslaufen sollt, bitte immer im Boss stellen. Sekunden. Wieder Hexe und Krox. Erhebt euch, meine Auserwählten! Erhebt euch aus meinem Blut und zerschmettert die Schwache! So, kommen jetzt wieder Hexen. Oh. Hab gedacht, sorry. Will ich kicken da hinten noch? Ja. Oh. Das Blut kommt jetzt gleich. Weil Darix jetzt nicht weggekriegt. Blut. Blutfokus. Jeder drauf. Jetzt wieder alle zu Soul dran. Und den Krox. Wenn keine Hex aktiv ist, die Range schon mal wieder auf hier. Dann tust du. Ja, neue Hexen. Bitte die große mit umkriegen. Mhm. Boss gleich bei 40. Ein weit weg. Wie viel Prozent hat der Boss? 45. Dann killt jetzt Hexen. Die Hexen. Jetzt. Ja, dann wollen wir jetzt KR machen? Ja, KR hat jetzt. Oh Scheiße, ich bin dumm. Entschuldigung. Killt die Groß. Killt die Hexe, lass dir kein einziges Spell durchkommen. Dann die Große dann finishen hier. Ja, erzähl mich für Bloodway. Marc, du fängst dann an mit. Haben wir einen Master Spell? Was ist mit dem Hexe? Bleibt ihr da drin oder? Erstmal ja. So, zweite Phase. Jetzt fokussen. Aaron anregen. Jetzt fokussen. Passt. Marc kriegt vorbei. Killt die zwei Ads hinten. Nicht an Soul jetzt, Leute. Team ein bisschen dichter. Gilt erst die beiden Hexen, die da hinten sind. Das ist ein Blut da. Blutfokus, obviously. Jetzt hier schnell weglegen. Wir müssen tauschen, ne? Wie viele Stacks hast du? Drei. Count die gerade raus. So, das muss ich auf, Leute. So, jetzt. Du musst nicht weg. Nein, lauf weg. Wenn dein Debuff ausläuft, musst du irgendwo an den Rand laufen. Und der Boss wird in der Mitte getankt. Nicht vor ihm stehen jetzt. Ich zieh ihn kurz mal. Ja, ich bin eh tot. Revival Instinct läuft. Mark, bitte, da bist du. Ja, ich retze ihn. Nicht vor dem Boss stehen, Boys. Die spellen, Leute. Wie war's? Ja. Lol, ich wurde runtergeschmissen mit diesem Todeswunsch. Ja, das ist jetzt nicht. Blood of Rachel Overheal auf mich. Und wenn ihr habt, eine Iron Bark und sowas alles. Das ist auch cool. Alle zum Clipper 3 holen, ich bin tot. Ich hab keinen Mana mehr. Ich geh schnell auf und dann. Ich bin 4. Ja, Todeswunsch. Versuch den runter zu zergen. Geht. Todeswunsch. Ich hänge ran. Nice. Lauf los. Komm. Null Fokus. Irgendwas auf mich noch schnell. Du hast Bubble? Ja, gut, schön. Ja, gut, kein schön. Easy, aber kill is kill. Naja. Ich hab. Stefan, Internet High Five. Ja, wie läuft das? Gehen wir zu ihm runter oder kommt er hoch? Ich glaub, wir müssen zu ihm runter. Wenn du runterspringst, runter. So wie Aaron, dann wird der Boss gepult. Oh,
Echt, fängt der Kampf so an, oder? Ja. Oh. Ja, das ist der Pull. Ja, wenn man richtig springt, dann pullt man ja nicht. Ein Opfer für Gahun. Und wie pullt man ihn dann? Also wie kommen wir hier runter? Massen levitieren. Und jetzt sind wir ernsthaft? Er springt runter. Ja. Dann ist das wie damals im Festschengen-Abstieg. Der Kampf gegen Nefarian hat ja auch so angefangen. Wir könnten jetzt alle runterspringen, solange der Boss noch tot ist. Und unten retzen. What? Nee, unten können wir nicht. Wir müssen von oben den Kampf starten. Ja, tatsächlich. Was? Ja. Nee, das war bloß Fail. Springt mal ruhig alle runter. Nein, das ist wie damals gegen Nefarian. Zweitmal klappt. Nein, es klappt nicht. Da unten ist ein Gas aktiv, solange der Boss nicht gepult ist. Ich glaube, weil Aaron gestorben eine Gaskammer. Ist naja, ja. Alle da, oder? Jetzt wieder? Alle vom Pipi machen, etc. Pipi wieder da? Oh nicht, das war falsch. Das würde ich machen. Ja. Was mit Mark ist auch da, oder? Ja, ja. Ich überleg nur gerade, was Neuerschaffungsfeld ist. Das ist ein Trade, also bei Trade. Ein Archiv der Titanen. Wartet einen Augenblick, dass wir als erstes runterspringen hier, die Tanks. Da springt ihr bei 1 und der genau. Rest springt bei 0. 5, 4, 3, 2, 1. Lass die Tanks springen und jetzt alle hinterher. Ich muss näher ran. Voll scheiße, dass man diese bekommt. Verteilt euch ein bisschen. 3, 2, 1. Ihr seht übrigens, wer das Vision spawnt oder was? Ah, nee, das geh weg da, Worry. Hütet euch. 3. 2, 1. 3, 2, 1. Hütet euch. Nicht vor ihm stehen. 3, 2, 1. Raus mit der. Lieber bitte raus, ja. Hütet. Hab den Lieber gar nicht erklärt. Ich meine direkt auch ein Mastery. Jo. Neue Sphäre. Hütet euch. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hab ihn. Hab ihn. Hütet euch. Freund weg. 3, 2, 1. So, jetzt geht er in die Mitte. Ich nehme das rechte. Mark, du das linke. 3, 2, 1. Holt die Leute raus. Und auf die Ads. Nicht alle gleichzeitig rausholen. Die ist wirklich so weit auseinander. Ja. Das ist dieser eine Ereignisstrahl, den ich meinte. Ja, müsst schauen, immer wohin sich der Boss dreht. Hütet euch. Ich kann es auch machen, alles achso, gut. Ja, gut. Kann man ablegen, oder? Genau. Wie bitte? Und kicken? Geht es dann, wenn wir alle auf 1 gehen? Kriegt es der Tank durch? Gekickt nee, alleine? Einer bis zu mir. Genau. Geht sich das aus mit einem? Mit einem geht sich's aus, ja. Ja, wir waren gerade zu zweit, glaube ich, ja. Dann, Staub, würdest du das mitmachen? Weil du Sherman bist, bietet es dann weil bin du kannst auch ganz ehrlich, ich habe das anfangs verpeilt zu King. Kann in Ordnung. Das sind sehr für alle, das quasi erstmal. Alter, gut, im P1 kommt anscheinend auch noch ein Dot, den ich vergessen habe zu erklären. Auch zwei Leute, ich habe ihn nur eben nicht gesehen. Wo ist der denn? Ah, hier, okay. Naja, ein Untergang. Ja, einfach mit dem Dot, wenn ihr den bekommt, diese beiden Flächen, die dann so Kreis, der unter euch spawnen, einfach damit rauslaufen. Aber soweit es geht, rauslaufen. Also am besten nach hinten rechts, hinten links vom Raid entfernt, weil das mit dem Abstand zum Raid abnimmt, der Schaden. Ja, dann mach Pultama. Alles klar. Five, four, three,
Report Tanks und jetzt wir. Hütet euch. 3, 2, 1. Aaron am Ring. Moment. 3, 2, passt jetzt. Macht euch bereit, die Zwischenphase kommt gleich. Alle bei. Jo. Muss noch rausgekickt werden. Bei Blauen ungefähr sammeln. 3, 2, 1. Aufpassen auf dem Weg. Holt die Leute noch raus? Ja, sind Leute echt low. Ihr könnt dann nicht einfach blind. So. Seid noch immer viel zu viele Leute von ihnen zu ihren getroffen. Immer halt doch einfach viel zu viele mehr Liste. Ja, legt euch nieder. Da waren 3 Sphären drin. Ineinander. Oh, sieht cool aus. Ja, die Sphären sehen halt auch. Man sieht's halt, wie sie einfach hinterm Boss spawnen, ne? Weiß nicht, ist die Hitbox vom Boss groß oder ist sie. Ja, eher nicht. Das ist ja das Problem. Also man muss schon ziemlich nah ran, dass du triffst. Sieht gut aus, hol mal ein paar raus, dann alle 5-6 Leute. Also wenn es sauber läuft mit diesen Sphären, dann ist da nur einer drin und dann wird da nur einer rausgekickt. Okay, in der Theorie. Okay. 2-3 sind auch nicht das Problem. Ein paar Leute gleichzeitig rausgeholt, vorne und hinten. Ja, problematisch wird es dann, wenn dann wieder welche reinlaufen. Ja, mit dem rausholt. Boah, scheiße. Gefallen. Crap. Boah, oh mein Gott, ich bin so gut. Ey, ich schwöre, beschwer dich noch einmal über mein Interface und ich grab dich nie wieder. Ich wollte gerade sagen, und das mit dem Interface. Das hat in der Zeit noch sich 2 Leisten durchgescrollt und noch geklickt. Ihn jetzt einfach auf die gegenübergelegene Seite, ja? Das ist noch ziemlich frei alles. Also unser Lock, du müsstest dich ein Stück wegbewegen schon mal. Mach ich doch gerne. Hütet euch. Ich will noch die kleinen Apps. Ich bin außer Reichweite. Jo, alle verschwunden hier gezogen. Kleine Netz, ne? Ja, kleine Netz nochmal. Rechts die kleine Netz. Noch 3. Hütet euch. Weg vor dem Boss. Fucking Kreuz. Ach, renn doch nicht noch mit. Krieg ihr jetzt noch. Also den Bann. Ja. Ja. Nicht vor ihm stehen. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Aus hier mit dem Debuff. Hütet euch. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lass mal bitte den Tanks vorne am Melee-Camp die Sphäre. Kappen. Setz mich jetzt kurz hin. Oh mein Gott. Zweite Intermission. Nicht zusammenstehen, wegen kommt noch eine Sphäre. Und 2 Battle Resses, ne? Denkt dran. Ja. Und nicht retzen. Alle über 20 Stacks sammelt ein paar Kugeln ein. Geht wieder aufs Rechte. Erst. Lego, lass ein paar Kugeln einsammeln. Tee. Ich denke, muss mal zu lang drehen. Das große, danach die kleine Netz. Oh, hab ich gleich einen Totenkopf angemacht. Ah, ich hab schon eins drauf gemacht. Legolas, schau, dass du ein paar grüne Kugeln erwischst. Hütet euch. Die kleine Netz noch. Die ranged. Vor ihm stehen. Wir ziehen jetzt wieder auf die ursprüngliche Bossposition. 3, 2, 1. Lass bitte den Tanks die Kugeln.
vor ihm stehen. Da liegen doch noch ganz viele Kugeln rum. Nehmt euch noch mal ein paar mit den 40 Stacks und 26. Ja, Legolas. Ja, der hat, glaub ich, 6. Der hat keinen Bock. Ja, ich schreib den gleich an, der wird uns gekippt, glaube ich. Jetzt noch machen die kleinen. Bewegung. Hab ihn. Ich bin in der Sphäre. Danke. Hütet euch. Ich fahr den Boss, passt auf. Jetzt sauber runterspielen, die letzten 3%. Denkt dran, auseinanderzustehen ein bisschen. Hütet euch. Vor ihm stehen. Wollt den Monk raus. Hütet euch. Haben wir noch einen Cooldown gelassen? Hast du noch mal einen Anregen? Aaron. Nee. Aaron hat einfach killen. Er ist gleich laut. Jawoll. Nice. Gut gemacht, Leute. Sehr schön.